Wunderschönen guten Morgen für einige von euch zum zweiten Mal. Ja, auch einen wunderschönen Morgen von mir. Der Christopher hat hier im Hintergrund wieder hart gearbeitet, um euch diese Session zu ermöglichen. Aber jetzt bin ich auch messerscharf und sehe auch nicht aus wie Esmeralda, die Vampirin, wie beim letzten Mal. Also tut mir leid für die Verzögerung. Für diejenigen unter euch, die nicht vorhin schon dabei waren mit mir im Zauberwald-Tarot, da haben wir ja heute, wir sind da ja immer ein bisschen voraus im Zauberwald-Tarot, da haben wir heute die Herrscherin gehabt, also die Green Mother. Und ich hatte das Problem, dass ich meine zweite Kamera nicht zum Laufen brachte. Und Kirsten, du kennst das Problem mit dem Forest of Enchantment Tarot. Man kann die Karten nicht vor einer Greenscreen zeigen. Und die Green Mother erst recht nicht. Und deswegen war das natürlich ein kleines Kunststück. Aber ich glaube, alle, die dabei waren, die haben es verknust, wie man so schön sagt. Und liebe Kirsten, ich freue mich jetzt ganz besonders, dich hier begrüßen zu dürfen im Tarotgarten zur Magie der Zwei. Es ist mir wie immer eine ganz große Freude, mit dir zu sprechen, lieber Christopher. Ja. Und ich freue mich auch über die guten Morgengrüße da draußen und schön, dass ihr euren Sonntagmorgen mit uns verbringen möchtet. Bei Viola lese ich gerade, schmort der Braten schon vor sich hin. Das ist für mich zu früh, Viola. Aber so langsam, das kenne ich noch aus der Kindheit, da fing es dann auch an, so gegen 9 Uhr wurden die Vorbereitungen gemacht und ab 10 Uhr roch es dann auch langsam nach dem Sonntagsbraten. Hm. Das ist eigentlich ein ganz gemütliches Gefühl, finde ich. Ja, also ich glaube, ich könnte mir jetzt vorstellen, nur wir waren vorhin schon, waren wir bei Riebiesel-Schaumschnitte und die hatte ich natürlich jetzt gerade geschmacklich vor mir und das wäre dann eher der Nachtisch. Mhm. Also, ihr Lieben, ich habe das Kunststück gemeistert, erstens das und zweitens habe ich auch den Fehler behoben, sodass wir ganz unbeschwert und ohne Sorgen und weitere technisches Hickhack hier in diese Folge starten können. Die Magie der Zwei. Kurz. Eine Reprise. Wir haben das letzte Mal uns mit den Assen beschäftigt im Tarot und haben die Asse unter dem Aspekt, dass sie eine Eins darstellen, gesehen. Und ich weiß nicht, Kirsten, was ist denn für dich jetzt? Kirsten trinkt aus der Freimaurertasse. Also so ein kleiner, dezenter Hinweis. Ich mit meiner Regenbogentasse kann natürlich nicht mithalten. Ja, diese Freimaurer. Also da macht Hinweise, die er machen kann, Christopher. Kirsten, du weißt schon, dass wir jetzt hier gleich wieder, es würde gleich von Verschwörung gemunkelt werden. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ja, also ich verschwinde mal kurz. Also da bin ich schon wieder. Und wir haben ja die Eins, so Christopher kopflos. Kopflos sowieso. Aber
Wir haben ja die Eins ziemlich, finde ich, ganz gut. Also ich merke an dem Feedback, das wir bekommen haben zu dieser Folge, dass es uns doch gut gelungen ist, so einen Überblick über die Magie der Eins und den Zusammenhang mit dem Tarot und den Assen zu liefern. Mal schauen, ob uns das mit der Zwei gelingt. Ich habe mir vorgenommen, dass wir das ganz ähnlich machen, wie dass wir das letzte Mal gemacht haben, dass wir erstmal so ein bisschen über die Zwei philosophieren. Und ich bin mal gespannt, liebe Kirsten, was du zu sagen hast. Ja, ich warte natürlich wie üblich auf deine geniale Präsentation und bin schon mal tief beeindruckt von der ersten Folie. Ja, und die erste Folie sagt die zwei. Ich möchte es einfach mal von dir hören, Kirsten. Total spontan assoziiert, so wie du als Fischin ja bist. Du schwimmst ja förmlich in Intuition. Was sagt dir die Zahl zwei? Was fällt dir da ein? Oder auch Also euch da draußen? ich möchte erst noch mal sagen, dass ich heute wegen der technischen Schwierigkeiten überhaupt nicht weiß, was Christopher uns zeigt. Und kann jetzt vielleicht auch was vorwegnehmen, was Christopher schon vorbereitet hat. Was mir im Augenblick zur 2 einfällt, ist, dass wir ja vor wenigen Tagen den 22.02.2022 gefeiert haben. Einen Tag, der einerseits numerologisch sehr gehypt wurde und auf der anderen Seite die Wiederkehr Plutos im Horoskop der Vereinigten Staaten darstellte. Und wir wissen ja, was im Augenblick in der Welt los ist. Und die 2 hat einfach aktuell den größten Einfluss auf uns Menschen an sich. Das einmal vorausgeschickt. Wer sich ja so ein bisschen mit den Sachen beschäftigt hat, die Christopher und ich auch zum Anfang des Jahres gesagt haben, auch numerologisch, wir sind seit 20 Jahren, über 20 Jahren in einer Zweierenergie gelandet. Viele, viele Jahrhunderte lang waren wir in einer Einserenergie. Alle Jahre, die mit einer Eins begonnen haben, bis 1900 Knips, hatten halt immer dieses Thema des Logos, des Verstandes, dessen, worüber wir beim letzten Mal alles auch geredet haben. Und auch dieses Themas von, es gibt nur eins, was richtig ist in der Welt. Und seit 2000 befinden wir uns jetzt in einer Energie, in der wir das alles hinterfragen und in der die 2 halt immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und wie das immer so ist, auch in der Astrologie, wenn ein Planet in ein neues Tierkreiszeichen kommt, ist die Energie immer besonders stark und verblasst dann nach und nach, um dann gegen Ende wieder Fahrt aufzunehmen. Und auch hier ist das so, dass wir jetzt in diesen ersten 20 Jahren und besonders, na, wir sind ja schon über die 20 Jahre, besonders in dieser Dekade, die auch noch mit der 2 beginnt, also in den 2020ern und dann noch im Jahr 2022, verdammt viel die 2 und die Energie der 2 um die Ohren geschlagen bekommen. Wie wird das erst im Jahre 2222, Kirsten? Ja, wenn dann die Welt noch existiert, werden alle die, die beschlossen haben, da nochmal zu inkarnieren, es uns Seelen, die dann wie ich auf Jupiter Chalpirimia trinken, Ja. fehlen. Das fällt mir ein, Fried vom Jupiter. Kennst du das noch? Natürlich. Der Schwarm aller Frauen. Irgendwie so, ne? Also du träumst von Fried vom Jupiter bereits. Na, ich träume nicht vom Fred vom Jupiter, ich träume von mir auf dem Jupiter. Ah, ich verstehe. Friederike vom Jupiter. Ich denke mal, die Zahl 2, was mir dazu einfällt, jetzt gerade wo du über die Numerologie der Jahreszahlen sprichst, die Zahl 2, was mir einfällt als erstes, Charlie schreibt hier, es sind schon ein paar Gedanken auch gekommen, Dualität, das Du, Liebe ist gekommen und Charlie schreibt, die 2 ist für mich die erste Zahl, die keine Einheit mehr ist. Erst ab hier gibt es unterschiedliche Perspektiven und Polaritäten. Ja, also das heißt, die Zahl 2 lässt die Einheit in zwei Teile zerfallen und eigentlich ist die Zahl 2 etwas, was uns viel näher ist oder realistischer ist als die Zahl 1. Wir erleben ja die Welt immer in einer Dualität, nämlich mindestens in der Dualität ich und da die Welt da draußen. Also wir haben immer uns als Mittelpunkt, als Referenzpunkt und die Welt da draußen, die uns umgibt. Und wenn wir das spezialisieren noch, dann finden wir Objekte in der Welt da draußen. Also die Zahl 2 ist im Grunde genommen die Zahl unseres menschlichen Bewusstseins. Es zerfällt immer in eine Dualität, eine Polarität. Wir erleben uns eigentlich nicht als eine Einheit von Ich und Welt.
Das ist den wenigen Momenten meditativer Erkenntnis vielleicht zu verdanken, wo wir diese Einheit erleben. Und das ist dann für viele oft so, wenn die Welt und du selbst zusammenfallen in eins. Das ist tatsächlich etwas eher Seltenes, etwas, was für viele ein Erkenntnisschritt ist. Aber um da auf das zurückzukommen, was du gerade sagst, zwei steckt ja bei uns sprachlich zum Beispiel auch in Zwietracht. Also die zwei ist auf der einen Seite natürlich, so wie ihr schreibt, die Voraussetzung von Liebe. Liebe ist Zweifel. der Zweifel, der steckt da drin. Die Zwietracht, die Entzweiung. Ja? Es fällt uns jetzt gerade leicht, die zwei auch in diese Richtung zu deuten. Gerade wenn du auf das Datum angesprochen hast, ist das ja in dem Zusammenhang auch nochmal interessant. Müssen die Dinge entzweien, auseinander oder verzweigen? In Zweig steckt die zwei ja auch drinnen. Ja? Also die Ja. Gabel, wo aus einem zwei wird. Ne? Wobei Anke auch schreibt Zweisamkeit, ne? Auch das ist natürlich möglich. Aber tatsächlich ist es eher, wir haben ja auch die Worte Dualismus, Polarität stehen, tatsächlich ist es eher eine Karte, eine Verzeihung, ich bin schon ganz woanders wieder, eine Zahl der Trennung. Und das ist aber auch notwendig, denn genau das ist ja auch das, was viele mit dem göttlichen Plan der Schöpfung vermuten. Gott alleine in der Eins kann ja nichts tun, als in sich rumwabern, ne? Er braucht ja ein Gegenüber. In der Bibel heißt es, wir sind das Abbild Gottes, um sich reflektieren zu können, ne? Ja, das ist Und das große Rätsel. Wie kam eigentlich Gott dazu, die Welt zu erschaffen? Also was fiel ihm da bloß ein? ja, er hatte Langeweile und keine Kaipi mehr. Ja, genau. Ja, wenn Gott sich dann zu dir auf Jupiter gesellt, dann kannst du mit ihm ja mal drüber gepflegt philosophieren. Das werde ich machen. Ja, ich finde. Wir kommen jetzt echt interessante Sachen. Zweierlei, zwei Herzen in meiner Brust. Wo war das vorhin noch? Ich glaube, Eva hat es noch geschrieben. Die zwei, Roger Moore und Tony Curtis, passen gut zusammen. Ist ja eher was für dich wieder, Kirsten. Ja, es war nicht, ich mag Roger Moore wirklich gar nicht. Ja, bist auch der Meinung, es war nicht der beste James Bond auch, ne? Ja, er war wirklich nicht mein Typ. Ja. Kann ja, darf ja auch mal sein, liebe Kirsten. Die Zwiebel. Ich weiß nicht, ob in der Zwiebel die zwei steckt. Das weiß ich nicht. Ja. Na, wenn wir denn aus dem Englischen kommen, da steckt ja dann die Eins drin in der Onion. Also da bin ich mir auch nicht so sicher. Naja, könnte sein, dass die Engländer uns ein Stück voraus sind. Wir stecken noch in der Zwiebel und die Engländer haben schon die One-Yen Über die entwickelt. Zwiebel als göttliche Darstellung zu philosophieren lohnt sich, denn die hat ja so viele Schalen und alles ist trotzdem immer eins. Also man weiß nicht. Ja, wir machen eine Sondersendung, die Magie der Zwiebel, liebe Die Kirsten. Magie der Zwiebel finde ich sehr Ja, schön. ich finde, das ist hiermit geboren schon als Idee. Gemüse und Tarot. Gemüse und Tarot. Du, ich Ja. glaube, da wird was draus. Und ich glaube, dass wir bei der 2 eben, ich habe jetzt hier nochmal was vorbereitet. Pass auf, it's Ja, magic. mach mal. Ich hoffe, es funktioniert. Also ihr seht hier den Punkt, von dem wir ausgehen. Der Punkt ist natürlich jetzt die Vergangenheit von gestern, denn es passiert Folgendes. Aus einem Punkt werden zwei Punkte und sie stehen in Verbindung miteinander. Und dieses Bild möchte ich euch jetzt bitte gerne einfach mal zu mal nachzuspüren darin. Und ich stelle euch jetzt eine Frage und die natürlich auch, liebe Kirsten. Wenn wir zwei Punkte haben, entsteht automatisch zwischen beiden eine Beziehung. Also wir denken sofort an Beziehungen, an Zusammenhang. Wir könnten auch in Klammern sagen, ein drittes entsteht automatisch, nämlich die Beziehung zwischen beiden. Aber lassen wir das mal zur Seite. Es geht nur um die zwei. Diese Linie, die ihr zwischen den beiden seht, wie erlebt ihr die? Was macht diese Linie mit den beiden Punkten? Also für mich schafft sie erstmal, wie du es auch gesagt hast, eine Verbindung. Ich finde hier sehr schön, was Claudia geschrieben hat zur Zellteilung. Ja, das passt sehr, sehr gut. Das ist eigentlich eine Verdoppelung der Energie, die vorher da war,
Punkte sind ja gleich groß, ne? Es scheint nicht geschwächt zu sein, der erste Punkt. Und ja, es gibt einerseits das Thema Verbindung, andererseits aus der Astrologie kennen wir dieses Symbol ja als das Zeichen der Opposition. Und die Verbindung ist dann eine, die sofort eine Anspannung darstellt. Also, oder zumindest sagen wir mal, das Gegenteil verkörpert. Opposition ist ja sowas wie Gegnerschaft. Ich finde, das Wort Gegner ist ein sehr spannendes Wort, denn in Gegner steckt auch Gegen und Begegnung. Also jede Begegnung ist letztendlich immer auch ein Gegenüber, eine Auseinandersetzung mit dem Gegenüber. Also ist Gegnerschaft durchaus vielleicht der Anfang. Also am Anfang steht man sich gegenüber, ja, um dann zu entdecken, was einen miteinander verbindet. Aber jetzt bitte ich euch, stellt euch bitte diese beiden Punkte mal magnetisch vor, so als ob die einen Drang hätten, aufeinander zu sich zu bewegen. Was passiert dann mit dieser Linie? Ist sie dann immer noch eine Verbindung? Also, Frauke schreibt, dass das eine Schwingung ist zwischen den beiden und gar nicht eine harte Linie. Man könnte das sich jetzt vorstellen wie so ein Gewichte von Gewichtheber. Ne? Dann Genau. würde natürlich dagegen Druck entstehen und sie kämen nicht zusammen. Es könnte aber auch eine lockere Linie sein. Und diese lockere Linie sorgt dann dafür, wenn man aufeinander zugeht, dass sie ja, dass sie einfach zusammenkommen, sich einig werden oder dass die auch überdehnt wird, dass man auch in die andere Richtung auseinanderstreben kann. Ja, und ich glaube, das ist der Sinn dieser Verbindung ist eben nicht nur Verbindung. Wir denken tatsächlich in unserer Kultur, wenn zwei Dinge nebeneinander stehen, dass sie ursprünglich getrennt sind voneinander. Und deswegen denken wir uns gerne Linien als Verbindung. Aber angenommen, die beiden hätten einen Drang, aufeinander sich zuzubewegen, dann würde diese Linie eine Trennung bedeuten. Sie würde dafür sorgen, dass die beiden auch getrennt bleiben. Symbolisch gesehen heißt zwei eben nicht immer nur Verbindung. Zwei kann auch Trennung bedeuten, so wie in der Astrologie die Opposition ja auch heißt. Ich bin genauso stark wie du. Ja, wir stehen uns genau gegenüber. Klassische Situation Vollmond. Sonne und Mond stehen sich gegenüber. Sie sind beide gleich groß. Ne? Sie strahlen beide und herrschen über zu gleichen Teilen über den Nachthimmel. Das geschieht nur bei Opposition Sonne-Mond. Sonne geht, Mond geht unter. Sie teilen sich die Hälften des Tages. Also diese Linie ist nicht immer nur eine Verbindungslinie, sondern sie sorgt auch für Trennung. Und drum ist die Zwei auch als Entzweiung der Beginn der Individualität. Ich bin anders als du. Ja, ich bin nicht wie du. Und trotzdem fühle ich mich angezogen. Und diese Schwingung, die man da erlebt, dieses Ein- und Ausatmen habe ich gerade gehört, das ist etwas, was die Zwei immer mit sich bringt. Wir sind immer auf der einen Seite interessieren wir uns für unser Gegenüber und versuchen in die Ergänzung zu gehen, in die Verschmelzung, in die Verbindung. Aber es ist auch wichtig, dass wir immer wieder in das Auseinandergehen, dass wir immer wieder uns selbst spüren. Und in diesem Trennung und Verbindung, glaube ich, das ist in diesem Bild, finde ich, für mich das Kernelement der Zwei. Schön gesagt. Hast du noch was dazu ergänzen, liebe Kirsten? Nee, ich glaube, das ist allen klar geworden hier. So, schauen wir mal, was ich noch habe. Oh. Oh. Liebe Kirsten, warum ist Ja. jetzt hier der Baum des Lebens schon wieder? Der war letztes Mal schon da. Ja, ich weiß, du spielst ja gerne auf den Baum des Lebens an. Das macht aber auch Sinn, wenn wir uns mit der Numerologie auseinandersetzen. Nochmal kurz vorab ein Gedanke. Du hast letztes Mal auch Pythagoras erwähnt, ne, und dass er die Eins eigentlich nicht als Zahl sieht. Ich habe dann, als du das letztes Mal gesagt hast, auch nochmal darüber nachgedacht, dass unsere jetzige Hauptsprache, die der Computer eigentlich immer aus 0 und 1 besteht, demnach eigentlich aus Zahlen, die nicht wirklich Zahlen sind. Da muss ich auch nochmal für mich philosophisch drüber nachdenken. Aber die 2 nach dem Pythagoreischen ist dann auch tatsächlich die erste Zahl sozusagen, ne, in der Bewegung ins Spiel kommt. Und beim Baum des Lebens ist das nichts anderes. Wir haben oben Keter, die Krone. Ihr erinnert euch, diese Sephira. Sephira, Abglanzgottes, Sphäre, sonst etwas in der Übersetzung.
kommt aus dem dreifachen Nichts, manifestiert sich durch welche Art auch immer und würde jetzt ewig vor sich hin wabern. Also gerade diese wird so mit einem silberweißen Licht sich vorgestellt, das sich unendlich weit ausdehnen kann. Wenn nicht, wir wissen nicht genau, wie das passiert, durch einen magischen Akt Chokma entsteht. Chokma. Und interessanterweise geht Christopher jetzt gleich nach rechts und nicht nach links. Das ist richtig, ne? Das eine ist links und das andere ist rechts. Ich weiß immer nicht, was rechts und links ist. Das hier ist rechts und das ist links. Ach, ich habe es richtig gesagt. Yes! Also er geht nach rechts, weil wir uns ja mit einem hebräisch-jüdischen System auseinandersetzen und da liest man in die andere Richtung. Wir würden automatisch erstmal in die andere Richtung runterlaufen beim Lebensbaum, aber das geschieht hier nicht. Also, wir gehen durch einen magischen, transformativen Akt entsteht auf einmal die zweite Sephira, Chokma, übersetzt sowas wie Weisheit. Und auch die können wir uns vorstellen als eine ziemlich ausgedehnte, wabernde Energie. Die Energien auf der rechten Seite des Lebensbaumes sind alle eher immer ausufernd. Und die gibt dem Licht der ersten Sephira erst einmal einfach eine Richtung. Ohne diese zweite würde Keter immer vor sich hin wabern, auf ewig. Und es braucht, gerade wenn wir an Entwicklungen von irgendetwas in unserem Leben denken, dann irgendwann einen weiteren Punkt, um nochmal zurückzukommen auf deine Zeichnung, um aus diesem Gewabere etwas entstehen zu lassen, auch was du gerade gesagt hast mit dem Auseinandersetzen und so weiter. Und wie es sich dann weiterentwickelt, erfahren wir dann, wenn wir weiter durch diesen Lebensbaum schreiten. Aber jetzt erstmal der Gedanke, dass wir in der 2 eine Richtung erhalten, dadurch, dass sich etwas dazugesellt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Also ich glaube, das ist so das, was finde ich jetzt sehr spannend, weil für mich bedeutet das, die 2 ermöglicht uns auch Ausrichtung. Also ich bin sozusagen nicht in meiner eigenen Ursuppe, sozusagen völlig unausgerichtet wabere ich so vor mich hin. Das ist so ein Zustand, den alle kennen. Also man könnte auch sagen, der Zustand von Keter ist ein Zustand, den Gott gut aushalten konnte, aber auch nicht so gut. Irgendwie hat es ihn auch bewegt, dazu zu sagen, auch ich möchte nicht allein sein und auch ich möchte meine Energie auf irgendetwas ausrichten. Aber wenn ich sage, ich möchte mich auf etwas ausrichten, dann brauche ich auch ein Gegenüber. Ich brauche den Punkt, auf den ich mich ausrichte. Und ich glaube, das ist so dieser Moment, in dem wir eine Absicht entwickeln. Und wo wir sagen, ich hoffe, du hast jetzt nicht gerade deinen Kaffee verschüttet aus deiner kostbaren Freimaurertasse. Ja. Nein, es war das Wasser. Dass wir sagen, wenn wir uns ausrichten auf etwas, dann müssen wir sozusagen erstmal einen Teil von uns auch nach außen projizieren und den sozusagen wie etwas Neues betrachten. Also ich glaube, dass das Entscheidende ist bei der Zahl 2 ist, dass wir eine Ausrichtung erzeugen. Aber interessant ist ja, dass Bina relativ parallel entsteht. Ne? Und wir haben ja hier schon eigentlich diese Figur, die ich gezeigt habe, die wiederholt sich ja im Baum des Lebens, ohne dass ich das jetzt vertiefen möchte. Dreimal auf 3 Ebenen haben wir diese Polarität, die da entsteht. Und wir werden vielleicht das nächste Mal ein bisschen über die Polarität nachdenken, die sich da im Baum des Lebens ergänzt. Aber ich möchte auch gar nicht so viel bei der Kabbala bleiben, denn das wäre jetzt ein Moment, wo wir kurz schon was erzählen wollen können. Wollen wir das? Christopher, das ist deine Bühne hier. Also, wir haben ja das letzte Mal über die Kabbala gesprochen und einige von euch haben gesagt, das würde sie sehr interessieren. Und die Kirsten hat ja auch einen Kurs, der sehr spezialisiert auf Tarot ist. Und wir haben dann beschlossen, dass wir auch in der Geheimnisakademie einen Kabbala-Kurs beginnen werden. Und das dauert gar nicht mehr lange.
Die Kabbala natürlich in Verbindung mit dem Tarot, also nicht so ganz abstrakt, sondern wenn Kirsten und ich etwas zusammen machen, dann versuchen wir es ja sehr stark in die Bilderebene zu bringen. Und da wird natürlich der Tarot eine Rolle spielen. Also, ihr werdet in Kürze, und zwar in sehr baldiger Kürze, erfahren, dass wir einen Kurs haben, der mystische Kabbala heißt. Und lasst euch mal überraschen. Es wird eine ziemlich spannende Angelegenheit und wir werden den Baum des Lebens bereisen. So viel steht schon mal fest. Und die Reise wird nicht nur eine Reise sein in unserem Kopf, sondern es wird eine Reise sein auch für unser Herz und für unser Gefühl und für unsere Empfindungen. Also, lasst euch da mal überraschen. So, das aber jetzt erstmal nur so eine kleine Werbeeinblendung, denn es geht nun in einem Affenzahn weiter mit der Zahl Jetzt. 2. Und ich habe natürlich, das letzte Mal haben wir über den Magier philosophiert, eigentlich über den Narren und den Magier. Jetzt aber La Papesse, die Hohepriesterin oder wie auch immer sie heißen mag. Ja, dazu müssen wir noch mal zum Magier zurückkommen. Wir haben ja auch über die Asse geredet. Ich nehme an, du hast heute auch wieder die Zweien bereitgestellt, ne? Bei den Assen und beim Magier geht es ja darum, dass wir inspiriert sind, einen Impuls haben, etwas ausdrücken wollen, das Projekt in uns ja, entsteht, ne? Und ihr kennt das sicher alle, da sind wir in so einer Findungsphase und sind ganz begeistert davon und sagen, nee, da kann ich jetzt noch nicht drüber reden, ne? Aber dann irgendwann kommt der Moment, wo wir nicht mehr an uns halten können und es nach draußen bringen, so wie Christopher jetzt zum Beispiel gerade den Kabbala-Kurs angekündigt hat oder wie ihr dann irgendwann sagt, ich bin in den Typen verliebt oder oh, ich würde gerne das und das tun, ne? Und dann steht es im Raum und sofort werdet ihr Feedback bekommen. Na, die einen sagen super geil, die anderen sagen, was ist denn das für eine Crepe-Idee? Und Was ist denn eine Crepe-Idee? Crepe ist ja, doch ich bin jetzt, habe köstlich. gerade das deutsche Wort vermeiden wollen, bin ins Englische Also du übergegangen. meinst nicht Crepe, sondern eher das Crab. andere. Crab, also die, Crab. ich verstehe. Die Krabbe. Und das ist die Energie der zwei. Auf der Ebene des Tarot können wir sagen, der Magier, der ja doch unseren Geist auch symbolisiert, das, was wir im Leben erlangen, erreichen wollen, ja, muss jetzt sich mit der Zwei auseinandersetzen, die eine Kollektivenergie ist. Das sind dann so Fragen wie, passt das, was ich machen möchte, in den Zeitgeist? Inwieweit nutzt das, was ich tue, nicht unbedingt der Gesellschaft, aber dem Kollektiv, ja, kann es Erfolg haben in dieser Qualität und vor allem auch auf der persönlichen Ebene entspricht es dem, was ich als meinen Seelenplan bezeichnen möchte. Also entspricht es dem, was meinen Talenten entspricht und auch dem, was ja, vielleicht meine Berufung ist, denn die Hohepriesterin, auch darüber haben wir geredet, schaut euch bitte nochmal die Folge vom Tarotgarten an dazu. Die Hohepriesterin ist auch ein Symbol für unsere Seele. Also, Seele und Zwei hängt eng zusammen. Wir reden immer von der Dreiteilung auch, Körper, Geist und Seele. Wenn ich jetzt mal so für mich denke, dann wäre der Magier der Geist, die Hohepriesterin die Seele und nachfolgend Ja, sowohl Herrscher als auch Herrscherin sind und der Körperkörper. Körper. Genau, ja, also so ergibt das Sinn. Wir können auch denken, wenn ich das nochmal sagen darf, dass der reine Geist der Narr ist. Ja, das ist, wann die Magiere haben den Narren auch als den Geist vor der Inkarnation betrachtet, eben bevor er über den Abyssos springt. Und Magier und Hohepriesterin werden ja auch gerne als das himmlische Paar bezeichnet. Also die sind dann eher die Seelenkomponenten, die einer der Seelenanteil, der auch was will für sich selbst. Hier Lucia schreibt gerade für das eigene und für das Wohl anderer. Und die Hohepriesterin ist eher so das, was auch allen nützt bei dieser ganzen Sache.
Ich suche gerade schon mal im Rider-Waite die entsprechenden Karten raus. Deswegen gucke ich hier gerade so in eine andere Richtung, falls ihr euch wundert. Denn ich möchte gerne natürlich auch in die Symbolik des Tarot jetzt langsam übergehen. Und wir haben jetzt die Hohepriesterin als die Zahl 2. Ich schalte mal vielleicht um. Hoffentlich gelingt mir das jetzt hier gerade. Nee, aber gut, dann mache ich es halt so. Herzensmensch schreibt was von der Waage. Wir haben auch die Karte Gerechtigkeit im Tarot, ne, die eher mit der Waage dargestellt wird. Hier geht es gar nicht so sehr um eine ausgleichende Gerechtigkeit, wie das durch die Waage auf der Karte Gerechtigkeit dargestellt wird, sondern eher um so einen inneren Seismographen. Also ist das, wenn ich jetzt, was ich in mir gespürt habe, wenn ich es nach außen trage, wenn ich Feedback bekomme, wenn es in Resonanz mit anderen geht, ist das dann noch für mich stimmig und passt es in die Welt? Ich glaube, wir werden nachher noch so ein Bild dazu sehen, wo klar wird, dass dieses Thema der 2 hier eher so ein Thema ist von einem Ausgleich finden zwischen innen und außen, zwischen dem, was ich will und in dem, was in der Umwelt tatsächlich möglich ist. Und das, man könnte sagen, systemisch gesehen ist es das Grundthema der Feedbackschleife, ne? Also Kannst du mal bitte den Magier auch so zeigen? Dann würde ich gerne noch mal was erklären. Also, wenn wir uns den Magier ansehen, ne, der ist so ausgerichtet, dass er wirklich oben und unten miteinander verbindet. Der ist ganz damit beschäftigt, die Energie des Göttlichen nach unten zu schicken und auch nach oben, aber vor allem zieht er mit seinem magischen Stab das nach unten. Während die Hohepriesterin seitwärts ausgerichtet ist, horizontal, ne? Sie sitzt zwischen zwei Säulen, die Dualität repräsentieren. Wir sehen auch sehr deutlich, dass da der Lebensbaum im Hintergrund gezeichnet ist, ne? Also angedeutet durch diese Granatäpfel auf dem Vorhang. Und wir sehen aber auch, dass sie noch viele andere Komponenten hat. Sie ist sehr mit dem Mond verbunden, mit der dreifachen Mondkrone auf dem Haupt. Sie steht auf dem Mond und sie hat auf ihrer Brust ein gleichschenkeliges Kreuz, was natürlich einerseits für die vier Elemente steht, aber auf der anderen Seite auch zeigt, ich übernehme diese Energie des Magiers und ich arbeite jetzt sowohl so als auch so. Also man könnte ja sagen, wenn ich jetzt mal ganz kurz auf die Symbolik bei der Hohepriesterin eingehen kann. Ich finde die sehr interessant, gerade was das Thema 2 angeht, um das Thema 2 zu verstehen. Also erstens haben wir natürlich wieder hier die Freimaurer-Symbolik drinnen, liebe Kirsten. Denn Boas und na, Joachim. genau, die beiden Säulen, das sind die beiden Säulen, die vor dem Tempel Salomons gestanden haben sollen. Die sind ja angedeutet als schwarze und als weiße Säule, also die Polarität, die Gegensätzlichkeit. Aber beide Säulen tragen ja nun das gleiche Dach, könnte man sagen. Also im Grunde genommen ist hier dieser Zusammenhang zwischen, jede Säule steht für sich, sie ist ein getrenntes Element, aber sie verbindet sich in ihrer Funktion. Also so könnte man das Thema Trennung, Verbindung auch darin sehen. Und natürlich gibt es auch eine Verbindung durch den Vorhang zwischen den beiden. Und die beiden Säulen, die sind natürlich auch entsprechend den beiden Hälften, den beiden Seiten des kabbalistischen Baums des Lebens. Aber auch die beiden Spitzen der Mondsichel sind natürlich eine Zweiheit, um auf Pythagoras nochmal zurückzukommen. Die 2 ist nicht nur die erste Zahl, sondern es ist doch die erste gerade Zahl. Und damit ist sie eine weibliche Zahl. Die geraden Zahlen galten als weiblich, die ungeraden Zahlen als eher männlich. Wobei ihr bitte männlich und weiblich nicht unbedingt auf das biologische Geschlecht beziehen Oh müsst. doch, bei Pythagoras ja. Er Bei sagt auch, dass die Pythagoras. weiblichen Zahlen schlecht sind, böse und die männlichen gut. Also da lege ich jetzt doch einen Wert drauf, dass wir Also das auf das Pythagoras. biologische Geschlecht beziehen. Ich hatte Ich. gehofft, dass du da nicht hingehst. Nun, ich habe diese Schwelle überschritten. ich habe diese Schwelle überschritten und man merkt schon, die 2 funktioniert.
Aber Kirsten, dies wird uns nicht entzweien, denn ich bin völlig deiner Ansicht, die dahinter sichtbar wird, dass das natürlich der blöde Pythagoras ist. Und wir werden noch sehen, dass Pythagoras hier eine sehr eigene Vorstellung von männlich und weiblich hat, die wir nicht teilen natürlich. Und dennoch meinte ich natürlich eher, dass wir heute da viel weiter und reifer sind als Pythagoras und natürlich wissen, dass männlich und weiblich maximal innere Anteile von jedem von uns sind. Und ich Ja, glaube, wir meine fiese Scheidung ist sehr lustig. hatte wohl meine fiese Scheidung. Aber Xanthippe war, glaube ich, nicht die von Pythagoras, sondern von Sokrates, oder? Ja, wir wissen ja gar nicht, was Pythagoras gesagt hat, weil er nichts aufgeschrieben hat. So Das ist waren ja seine es. Schüler, müssen wir auch noch dazu sagen, um ihn ein bisschen zu Es ist so ein bisschen so wie der Papst interpretiert Christus, ne? Oder Petrus ist ja auch so einer. Ne? Wir wissen ja gar nicht, ob das, was Petrus sagt, wirklich im Sinne von Christus war. Und vielleicht war Pythagoras völlig anderer Ansicht. In Ganz genau. diesem Sinne erlauben wir uns an dieser Stelle, dass wir sagen, also die 2 ist schon eine weiblichere Zahl, aber bitte verwechselt das jetzt nicht in irgendeiner Form mit dem biologischen Geschlecht, sondern nehmt es als einen inneren Anteil von Qualitäten, die wir landläufig als weiblich bezeichnen. So, ich glaube, ich habe es ganz gut hingekriegt. Ja? Noch etwas. Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept gekommen, liebe Herr Kirsten. Was soll ich Christopher, tun? Die nächste wir Karte Frauen das zeigen. halt so mit euch Männern machen, ne? Ja, das ist so. Genau. Ah. So, Moment. Ah, ich muss natürlich erstmal. Ich mache jetzt mal dieses Bild weg und zeige euch schon mal das nächste Bild. Ich habe nämlich hier das Ass nochmal hergetan. Ich möchte mich jetzt mit dir gerne, Kirsten, durch die 4 Farben des Tarot gehen und aber kleine Reprise machen dazu, woher wir kommen. Wir fangen mit den Stäben an. Ich gehe sozusagen nach der Reihenfolge wieder vor. Feuer, Wasser, Luft und Erde, wie wir es ja aus dem okkulten Bereich kennen. Und da haben wir ja das letzte Mal gehabt, eben das. Sieht man dieses feurige Element vielleicht an diesen Stäben. Und wenn wir das jetzt in die nächste Karte, also wir haben halt diese Stärke, wie können wir das zusammenfassen, das Ass? Das ist sozusagen Kraft pur, könnte man doch sagen, oder? Ja, es ist der Beginn von etwas, ne? Ich hatte das letztes Mal verglichen mit dem Wort Gottes, es werde Licht, ne? Und dann entfaltet sich die Schöpfung und in allen Assen wird das wiedergespiegelt, auch durch die Hand Gottes, die wir sehen. Also hier ist es ja, kann es auch eine andere Hand sein, aber gerade wenn wir uns das Waite-Smith-Tarot ansehen, ist auch eine schöne Polarität, die Tarots von Crowley und Waite, die ja auch immer eine Frau mitgedacht bekommen. Also da wird ja eine weiße göttliche Hand dargestellt, ne? Das können wir damit zusammenbringen. Und jetzt wird aus diesem einzelnen Ass wird ein Doppelstab. Und Genau. zwar hier im Tarot de Marseille natürlich, nur zu eurer Information. Ich werde euch gleich aber auch noch den Stab im Rider-Waite zeigen. Ich lege das schon mal bereit, aber erst möchte ich gerne mit euch über die doch zunächst scheinbar eher schlichte Symbolik der Marseille Tarotkarten bei den kleinen Arkana einen Gedanken machen. Aber wie ich finde, wenn man sich mal nur pur auf diese Gestaltung einlässt, da kann man doch einiges wieder herausziehen für sich. Ja, ich lese hier gerade schon Vergleiche zu Runen. Ne? Bezweifle, dass das die Intention der Menschen war, die diese Karten gemacht haben, weil sie aus einem anderen Kulturkreis kommen. Aber auf jeden Fall weiß ich ja auch gar nicht, was Gebo bedeutet. Da sind wir beim nächsten. Aber was wir hier sehr schön sehen, ist, dass wir einerseits diese Opposition haben, die wir eben angesprochen haben, ne? Dieses Auseinandersetzen, aber gleichzeitig eine Verbindung. Ne? Und das ist ja das, was auch automatisch passiert, wenn wir uns mit jemandem oder etwas auseinandersetzen, bringen wir es uns ja auch näher. Also wir brauchen auch ein krasses, kritisches Twitter gegenüber, um Position zu beziehen. Und je krasser
das ist, was uns entgegenschallt, umso besser werden wir unsere eigene Position finden können. Und dadurch kann man dann aber auch vielleicht dann herausfinden, wo man mit anderen übereinstimmt und wo nicht. Fällt mir jetzt dazu ein. Ich versuche gerade die Gebo gerade mal herauszusuchen. Ja, der Herzensmensch, nicht die, der, sondern die Herzensmensch schreibt, dass da auch eine Schnittstelle entsteht. Genau, das, ne, das ist so ein bisschen, genau, sehr schön, Christopher. Sieht cool aus. Also das Erzähl. die Rune Gebo. Ich finde interessant den Gedanken, auch wenn das natürlich unterschiedliche Kulturkreise sind, wir können mit 100, also mit fast hundertprozentige Sicherheit davon ausgehen, dass die Macher des Tarot de Marseille sich nicht haben von Runen inspirieren lassen, aber die Symbolik ist ja universell. Das ist ja nicht etwas, was jetzt nur die Runen vorgeben. Die Runen verbinden es allerdings mit dem Thema Geben, Gabe. Und mir ist noch eine andere Rune dazu eingefallen, die ich auch nicht uninteressant finde, und zwar ist das die Nauphis, die zwei gekreuzte Stäbe zeigen. Und ich möchte euch gerne ein Bild vorstellen, das mir spontan eingefallen ist zu diesen beiden Stäben. Und zwar dieses hier. Zwei Stäbe, die gekreuzt werden, sind natürlich auch ein Symbol des Kampfes, wenn man so will. Ja, also das heißt, klar, manchmal werden Schwerter gekreuzt, aber ich wollte keine Schwerter zeigen, damit das nicht zur Verwirrung führt mit der Farbe Schwert. Aber natürlich kann man eben auch Stäbe kreuzen und das ist eine gängige Kampfespraxis. Und ich finde, an so einer Stelle ist diese Gegnerschaft bei den Stäben durchaus vielleicht gegeben. Oder siehst du das anders, Kirsten? Nee, finde ich sehr passend. Und es ist ja auch gerade bei diesem Kreuzen der Stäbe wichtig, diesen Druckpunkt auch zu entwickeln zwischen beiden, ne, damit überhaupt irgendwie ein Kräftemessen stattfinden kann. Kräftemessen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ein Kräftemessen, ich habe deswegen nochmal die Nauthis, die für mich da fast noch ein bisschen treffender ist, weil einer durchkreuzt gewissermaßen mit seinem Stab meinen Weg und stellt sich mir in den Weg. Also ein Gegner. Es ist die Opposition letztendlich. Daraus kann natürlich Ko-Kreation werden. Ne? Also die gekreuzten Energien der Stäbe können natürlich dazu führen, dann wäre es eher die Gebo, dass daraus was Schöpferisches entsteht. Aus dem Kampf miteinander, dem Ringen miteinander, entsteht möglicherweise etwas, was dann eher ins Gleichmäßige geht. Und dann haben wir auch das Kreuz, das die Hohepriesterin ja auf ihrer Brust trägt, oben und unten miteinander verbindend. Und dann entsteht sozusagen auch ein Gleichgewicht der Kräfte und das kann nach außen strahlen in alle Himmelsrichtungen. Das mal so als Idee. Ja. Kirsten, ich lese hier gerade, astrologische Bezüge gibt es die bei den kleinen Arkana in dem Fall schon? Ja, die gibt es. Die zwei der Stäbe, hast du sie von Wade? Ja, Moment. Ich zeige sie jetzt mal. Die zwei der Stäbe von Wade zeigt das auch. Sie ist Mars im Widder zugeordnet. Hier kann man schön erkennen, wie die Bilder empfangen haben oder gechannelt haben oder sonst etwas. Man hat nämlich die Energien der großen Arkana dann versucht, in die kleinen Arkana zu malen. Mars ist zugeordnet dem Turm in den großen Arkana, Widder dem Herrscher. Und wir sehen hier einen ja, herrschaftlich aussehende Person auf einem Turm. Und es ist quasi die erste Karte im Tarot, die ja, die das Spiel eröffnet, ne? Wir hatten ja gesagt, Asse sind Wurzelenergien und die zwei der Stäbe ist halt diejenige, die auch den Untertitel Herrschaft trägt, ne? Es geht irgendwie jetzt ums Erobern bei dieser Karte. Ist interessant, dass dort, wo das Marseilla-Tarot noch die Stäbe kreuzt, wir eher hier so etwas haben. Also mir erscheinen die Stäbe hier eher wie so zwei, ja, sie bilden praktisch den Rahmen einer Türe, eines Portals, durch die dieser Herrscher, der nun schon die Weltkugel in der Hand hält, na, man beachte hier die aktuellen Konnotationen dazu, und sich schon überlegt, in welche Richtung richte ich nun meine Aufmerksamkeit. Auch das Thema, ich suche mir ein
Ziel, ein Gegenüber wird hier, wie du es jetzt hier sagst, gerade angedeutet. Da reicht die Assistenz noch etwas dazu. Behalten. Ahnen, wer hier gerade Kirsten für kurze Zeit abgelenkt hat. Das Ja, da war eine Zwei mir im war eine Zwei, das Gegenüber. Ne? Das kann mir hier aktuell nicht passieren, aber passend zu Zwei. Ich hoffe, du hast was Schönes gekriegt. mehr Kaffee. Mehr Kaffee. Ich will auch mehr Kaffee. Ja, aber so ist das. Die Ja. einen kriegen das, die anderen kriegen es nicht. Ja, da ist auch so, er blickt ja so in die Ferne. Da haben wir dieses Gegenüberliegende. Aber es ist nicht ganz so, ich finde es interessant, dass es Maßen wieder zugeordnet ist, weil es entspricht ja dem sich schlagenden Ritterbild, was ich vorhin gezeigt habe. Aber hier wirkt es gar nicht so. Ja, es ist der Beschluss nach der Eroberung, aber es ist durch die Energie der Zwei, die ja eher so eine wabernde, zweifelnde Energie ist, noch nicht klar, ob die Person dann wirklich das machen kann oder nicht. Ne? Es ist eine zögerliche Energie, die sagt, ich möchte, ich will, aber wie mache ich es denn? So Ich kann würde mir ich es jetzt vorstellen, übersetzen. dass zwischen den beiden Stäben baut sich gerade so ein Feld auf. Ne? Das kommt mir so vor. Und in dieses Feld stellt er sich. Und er ist vielleicht hin und her gerissen auch. Er ist vielleicht auf der Suche nach einem Objekt der Begierde. Er hat ja auch den roten Mantel, die rote Kappe. Also feuriger Marsischer kann man ja gar nicht sein. Also er hat was vor. Aber wir Ja. werden über seine Pläne noch nicht wirklich informiert, außer dass die Weltkugel natürlich sagt, er strebt Höheres an. Auf jeden Fall. Es ist die Karte der ja, großen Projekte, die man so hat im Leben. Und gleichzeitig sagt sie aber, bitte mach dir doch mal ein bisschen kleinere Ziele, Meilensteine meinetwegen, damit du überhaupt vorankommst, weil es ist auch eine Karte, und das haben wir oft bei den Zweien, der Stagnation, weil wir eben nicht, weil unser Impuls aus den Assen gebremst wird. Und das ist immer so der Test, will ich etwas wirklich, ja, oder rede ich nur darüber? Okay. Gehen wir zur nächsten. Wieder Ass der Kelche vom letzten Mal. Dieses überfließende Wasser, das sieht man hier schön im Tarot de Marseille, das fließt ja schon aus den Ecken und Kanten aus dem Kelch heraus. Wir haben ja das Element Wasser, während das Element Feuer in den Stäben eher für die Willenskraft steht, für den Willen, etwas wollen steht. Geht es hier beim Wasser eher auch um das Thema Gefühle. Und das Ass der Kelche, wie würdest du in einem Wort sagen, was wäre so das wichtigste Stichwort beim Ass der Kelche? Inspiration, Inspiration. Befruchtung. Ja, sowas. Und jetzt beobachtet mal, was passiert, wie die zwei der Kelche umgesetzt wird im Tarot de Marseille. Ja, also auch hier sehen wir ja interessanterweise, dass hier keine solche Verbindung da ist, wie du sie eingangs beschrieben hast oder wie wir sie auch bei den zwei der Stäbe feststellen konnten, sondern die hier haben wirklich die Möglichkeit, auseinanderzustreben oder wieder zusammenzukommen, je nachdem. Die Anziehung wird nicht durch etwas Reales, Greifbares dargestellt, sondern das ist eher auf einer anderen Schwingungsebene, würde ich jetzt mal so übersetzen, grob. Also auf alle Fälle zwei Kelche. Wir haben da so eine Art Rose, die zwischen den beiden steht. Das Ganze kommt so aus einem grünen Grund hervor. Da wächst etwas. Also aus der zwei kann etwas entstehen. Es wächst etwas nach oben. Oben haben wir übrigens zwei Fischlein, in der typischen Darstellungsform der sogenannten Delfine. Ich weiß, so sehen Delfine nicht aus. Das ist mir bewusst. Aber in der Kunstgeschichte nennt man diese Darstellungsform Delfin. Und die findet ihr ganz häufig, vor allen Dingen in der Renaissance. Da sind das diese Delfin-Darstellungen. Und obwohl, da haben wir dieses Thema der Verzweigung. Ja? Also die Zwei hat ihre Wurzel in der Einheit, aber sie verzweigt sich nach oben, um dann wieder zusammenzuführen. Und im Grunde genommen ist das die Herzbewegung.
Also wir haben hier so ein Herz, das sich bildet. Könnt ihr das nachvollziehen? So, es entzweigt sich wie ein Herz, aber das Herz beugt sich wieder oben zusammen und es kommt doch wieder zu einer Begegnung. Und diese Herzbewegung, ja, die wie ein Herzschlag ist, die kann man immer wiederholen, deutet genau das an, was ich vorhin bei Verbindung und Trennung der zwei meinte. Es gibt immer einen Ausgangspunkt, es gibt immer einen Moment der Trennung, aber auch einen der Verbindung wieder. Nur es muss diese Bewegung immer geben, dieses voneinander weg, aufeinander zu, für, also eine gut gehende Beziehung, und Kirsten wird das sicherlich bestätigen, besteht darin, ja, wer eine gut gehende Beziehung hat, kann gute Ratschläge geben dazu, aber ich vermute mal, du wirst mir bestätigen, dass eine gute Beziehung darin besteht, dass man auch ab und zu mal eigene Wege geht, um sich dann wieder miteinander zu verbinden. Also nicht so symbiotisch aufeinander zu hocken und irgendwie zu sagen, da entsteht dann oft eher so das Gefühl, man wird vom anderen okkupiert, vom anderen besessen, man verliert seine eigene Identität. Allerdings, wenn man immer nur seine eigenen Wege geht und nicht wieder Punkte schafft, an denen man zu zweit eins sein kann, dann ist das auch nicht das Wahre. Das ist das große Kunststück einer gelungenen Beziehung, wie ich finde. Habe ich das schön zusammengefasst, Chris? Das hast du ganz schön zusammengefasst. Juhu! Und deswegen mein Bild jetzt dazu, oder sag du zuerst was? Ich habe noch. Nein, ich dachte, wir gucken uns vielleicht noch die Wait-Karte an. Ja, aber erst sehen wir noch ein Bild dazu. Ah, okay. Cheesy. Kirsten, jetzt komm. Ist das nicht der Traum, den jeder hat von einer Partnerschaft? Aber das sind die beiden Kelche wieder, siehst du sie? Ja, ja, ich sehe das schon. Aber es ist wirklich sehr cheesy. ja, also was wolltest du uns denn jetzt mit diesem Bild sagen, lieber Christopher? Was wollte ich sagen? Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich einfach hoffnungslos romantisch. Ja, ich muss auch sagen, ich bin ja da abgeklärter. Ja, du bist da abgeklärt. Ich habe die Romantik noch nicht verloren, Kirsten. Ja, es passt natürlich sehr. Astrologisch gesehen ist die Karte ja Venus im Krebs zugeordnet. Und da passt so ein Bild, finde also, ich, ganz gut. Ja, ne? Also, musst du doch zugeben. Ich meine, Paris, l'amour toujours, die Stadt der Liebe. Zwei, die sich einander zuprosten. Und wir werden bestimmt gleich erleben, wie er ihr einen Heiratsantrag macht. Denn wenn wir schon beim Kitsch sind, dann muss dieser erste Impuls natürlich vom Mann ausgehen. Es tut mir leid, Kirsten, wenn ich dich jetzt hier wieder an einem wunden Punkt berühre. Aber ist es nicht einfach so, wir merken schon, also die beiden sind am Fluss sitzend, natürlich die Seine und Rosen sind schon bereitgestellt. Also ich glaube, hier geht alles gut. Und ich habe mir gedacht, ich habe lange überlegt, welches Bild ich suche, aber jetzt zeige ich dir mal das Rider-Waite-Bild. Das ist für dich natürlich keine Überraschung, aber ist das nicht sehr ähnlich? Auf jeden Fall. Was man hier, finde ich, sieht auf dieser Karte, ist die Verbindung von, ja, der sieht so ein bisschen aus wie der Narr, ne, von der Kleidung her, und der Hohepriesterin. Mhm. Sieht auch sehr ähnlich ihr. Und ja, der Austausch zwischen dem, worüber wir eigentlich die ganze Zeit gerade geredet haben, ne, dieses eher Logos-mäßige und das Emotionale, die jetzt aufeinander zukommen, eine Verbindung schaffen, vielleicht auch Heilung bringen. Wir haben ja da den Caduceus und, der Caduceus steht nicht für Heilung, aber diesen geflügelten Löwen, der für mich irgendwie sagt, ich kann hier in dieser Situation eine Verbindung eingehen, die verbindlich ist, Caduceus, aber gleichzeitig auch Heilung für mich selbst erfahren. Das ist so immer, was ich... Florian, da fehlt natürlich der Eiffelturm im Hintergrund. Ich hätte es fast gesagt, weil den gab es damals noch nicht. Das stimmt aber nicht. Den gab es schon. Aber ich nehme mal an, dass man da bewusst drauf verzichtet hat. Man lebte ja mit dem Waite-Smith-Tarot eher aus der Zeit des Mittelalters heraus, wie man auch an den Kleidungen sieht. Und da gab es den einfach noch nicht. Aber ich bin sicher, man würde den Eiffelturm im Hintergrund sehen, wenn das moderne worden wäre. Ich finde interessant übrigens auch, dass eben der Caduceus abgebildet wird, die beiden Schlangen, die sich überkreuzen. Das ist auch so eine Wellenbewegung wieder. Trennung, Verbindung, Trennung, Verbindung, Trennung, Verbindung. Und das Ganze so ein energetischer Fluss zwischen den beiden. Man beachte übrigens, es ist eben das sich zuprosten aus zwei Kelchen.
Na, wenn man jetzt zum Beispiel einen Hochzeitskelch nehmen würde, das wäre ja nur einer. Da würden beide aus einem Kelch trinken. Oder wenn man sagen würde, Tristan und Isolde, die trinken beide aus einem Kelch. Ja? Aber hier haben beide schon ihren eigenen Kelch. Also da ist schon angelegt, wir verbinden uns in der Geste, in dem, was wir tun, wir prosten uns zu, aber wir verschmelzen nicht miteinander. Ja? Also weiß ich, ob das jetzt zu überkandidelt interpretiert ist, Kirsten. Aber da ist schon sowas, wir sind im Moment des Gegenüberseins. Aber wir wollen ein Paar vielleicht werden, ja. Aber wir beobachten uns noch auch ein bisschen. Ja, also traditionell wird diese Karte als Verlobungskarte betrachtet. Ne, Verlobung ist ja noch nicht verheiratet. Da ist was Wahres dran, liebe Kirsten. Das stimmt. So, jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal zurück in die Präsentation. Und verlassen dieses wunderschöne Bild, von dem Charlies Großmutter gesagt hätte, wie hast du es geschrieben, da läuft ja der Schmalz aus dem Bildschirm, kommen wir in die Realität der Schwerter. Ihr seid selber schuld, jetzt kommt die nüchterne Realität, die das Ass der Schwerter verkörpert. Stichwort könnte man sagen, Geist, Gedankenwelt, Schärfe des Verstandes, sowas. Ja, Beginn einer Idee. Ich habe eine Idee. Ups. Das ist der Moment, wobei Daniel Düsentrieb die Glühbirne angeht. Ich finde, Charlie hat hier gerade noch eine interessante Bemerkung. Greift er da eigentlich nach ihrem Kelch, der Schlingel? Stimmt. Ich muss es jetzt ganz kurz zeigen. Schau mal her. Ja, er führt die zusammen, ne? Er sagt, komm, Mädel, der Mann muss ja den Heiratsantrag machen, habe ich gerade gehört, ne? Und sagt hier, komm, lass uns, wie Nordis schreibt, die Kelche zusammenschwappen, damit meine Flüssigkeit in deine übergeht. Bitte, Kirsten. Das hat Nordis geschrieben, da kann ich auch nichts für. Frühstücksfernsehen am Sonntag. Weiß ja nicht, was du da für Assoziationen hast. Nein, ich habe da Ist keine. nicht leider abgestürzt. Ja. Sehr schade. So, jetzt sind wir wieder da. Moment, ich muss natürlich noch Kirsten reinlassen. Was für ein Durcheinander. So. Da ist sie. Und jetzt kriegst du auch noch die Greenscreen. Super. In der Zwischenzeit sammeln sich vielleicht die Leute. Und du kriegst jetzt hier, du heißt hier VÖ, Kirsten. Ja, ich wollte schnell sein und Wolltest schnell es ging sein. mir auf den Das hat Keks. irgendeine geheime Bedeutung, hätte er sein können. Nein, nein, es hat keine Bedeutung. Es war einfach nur irgendein scheiß Buchstabe. So, liebe Leute, wir sind wieder passend zu zwei Teile heute, ganz genau. Und wir waren bei den Schwertern stehen geblieben und wir setzen einfach nahtlos voran, damit auch unsere Zeit, die knapp bemessen ist, heute gewahrt bleibt. Das nächste Bild ist natürlich bei den zwei der Schwertern. Dieses Bild hier. Und wir sehen hier so zwei Ja, Krummschwerter eher, ne? genau. Also das eine, was Leute, die sich mit dem Tarot de Marseille beschäftigen, immer schwierig finden, ist, dass die Stäbe oft für Schwerter und die Schwerter für Stäbe gehalten werden. Aber wir haben es hier mit Krummschwertern zu tun. Und ja, auch hier interessanterweise sieht man ja, dass anders als bei diesen sehr polarisierenden Stabkarten gleich zwei Schnittpunkte entstehen, die in irgendeiner Form ja zusammen, also an verschiedenen Ecken etwas zusammenführen können. Das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Und es bedeutet auch für mich, wir sehen ja in der Mitte diese Blume erwachsen, dass die Verbindung verschiedener Gedanken, wir sind ja auf der Gedankenebene, dafür sorgt, dass etwas Fruchtbares entstehen kann. Also das heißt, es entsteht durch die beiden Schwerter eine Art Freiraum, kann man fast sagen, eine Art ja abgegrenzter Raum, wie so ein kleiner Garten, in dem was wachsen kann.
Und für mich ist das so, bei den zwei der Schwertern, wir werden ja auch gleich die Rider-Waite-Karte dazu sehen, dass tatsächlich der Gedankenraum erst einmal das Potenzial schafft, damit etwas Neues in die Welt kommen kann. Ja? Und das finde ich, wird hier eigentlich sehr schön dargestellt, mit ganz schlichten, einfachen Mitteln. Auch Ja. interessant, die zwei der Stäbe, ein Schnittpunkt, so wie du sagst, finde ich super spannend. Und hier haben wir zwei Schnittpunkte. Das Ganze bildet ja so eine Mandelform. Und darum Ja. hat sich auch für mich dieses Bild zunächst einmal auch ergeben, die Mandorla. Die Mandorla, die ist ja in der Ikonografie ganz üblich sieht eher aus wie ein Portal, so als ob der Himmel sich öffnet, ja, und dann kommt ein Durchgang hindurch und jetzt kommt da in dem Fall Christus hindurch, aber da kann natürlich auch alles mögliche andere hindurchdringen. Und die Mandorla, also diese Mandelform, kennen wir ja auch aus dem Tarot aus anderen Karten. Also zum Beispiel eben bei der Karte die Welt, ja, da kommt ja unsere tanzende, androgyne Persönlichkeit auch entweder durch die Mandorla hindurch getanzt auf uns zu oder sie entschwindet in einen neuen Raum. Ja, ganz genau. Ja, ich glaube, es kommt nur auf der Welt vor im Original-Tarot. Die Welt, schaut euch dazu bitte nochmal den Tarotgarten an. Auch dazu haben wir eine Episode gemacht. Vielleicht noch beim Ass der Münzen, über das wir das beim letzten Mal geredet haben. Da sehen wir im Hintergrund halt auch so einen Eingang in den Garten oder Ausgang, der sehr an eine Mandorla erinnert. Also ich glaube, dass wir hier bei dieses sich Gedanken machen vielleicht ein Thema ist, das bei der zwei der Schwerter kommt und dass dieses Gedankenmachen den Raum bereitet für neue Kreativität. Also die Ja. Schwerter, ich weiß nicht, ob du das so sehen würdest, weil wenn ich mir jetzt die Rider-Waite-Karte dazu anschaue, muss ich ganz ehrlich sagen, wird es da nicht so ganz klar. Oh doch, total wird es da klar, finde Ah ich. ja, gut. Also, die Karte ist Mond in der Waage zugeordnet. Auch da haben wir ja diese Qualität von Abwägen. Und wenn wir nochmal das aufgreifen, was Herzensmensch vorhin gesagt hat mit der Gerechtigkeit, ne, dann würde ich sagen, ist die Zwei der Schwerter die Karte, wo es am meisten ums Ausbalancieren geht. Einerseits ums Ausbalancieren der Gedanken und andererseits ums Ausbalancieren zwischen dem, was wir gedanklich mit uns tragen, was uns vielleicht auch belastet. Ja? Also versucht mal, zwei solche Schwerter so zu halten vor eurem Herzen und Solarplexus. Und was im Hintergrund alles an Wasser zu sehen ist. Wir haben eine Neumondsituation. Ne? Der Mond ist im Hintergrund kurz nach Neumond abgebildet, also eine sehr frische Energie. Die Karte ist sehr stark auf die hohe Priesterin gemünzt, ne? Die genauso da sitzt. Für mich ist dies immer die Karte, was passiert, wenn ich meine Gedanken zum Schweigen bringe, in Balance bringe. Und dann öffnet sich dieser Vorhang der Hohepriesterin. Zeig doch noch mal die Hohepriesterin. Du hast sie da ja liegen. Und ihr seht ja im Hintergrund, hinter den Säulen, hinter dem Vorhang ist auch Wasser abgebildet auf der Hohepriesterin. Ja, ganz dezent. Und jetzt öffnet sich der Vorhang und ich habe auf einmal Zugang zum Orakel. Die Karte hat den Untertitel Frieden. Und das bedeutet auch, dass wir hier die Schwerter in die Ruhe bekommen. Und es ist meine Prinzessin Leia-Karte. Also Prinzessin Leia macht das gar nicht in Star Wars, sondern Luke. Aber ihr kennt vielleicht die Episode, die erste Episode aus meinem Erleben war, in der Luke die Augen verbunden bekommt und dann mit seinem Laserschwert das kleine Monster im Falken abschießen muss. Das ist genau das Gefühl für mich der zwei der Schwerter. Also nicht Kraft dessen, was ich sehe und denke, erreichen, sondern Kraft dessen, dass ich aus dem Verstand herausgehe und meiner Intuition folge. Also man kann auch sagen, so wie es auch gemalt ist, die beiden Schwerter,
sind ja so verlängert, dass sie bis über den Bildrand hinausreichen. Dadurch entsteht ja oben in dieser V-Form, entsteht ja auch so was wie ein eigener Raum, in dem der Mond zu sehen ist. Und im unteren Bild haben wir im Grunde genommen dann Landschaft und sehr Konkretes. Aber der Raum, der sich über dem Kopf öffnet, der ist irgendwie sehr frei. Da ist nur der Mond und damit nur sozusagen der Neubeginn. Während man auch sagen kann, alles, was darunter ist, wird auch vielleicht so ein Stück weit zurückgelassen, ist nicht das, worauf, ne? Also das Kreuz sorgt ja auch dafür, dass hier sozusagen eine Art Sperre ist zwischen dem, was ist und zwischen dem, was mein Gedankenbereich mir erlaubt zu denken. Also so ein, der Möglichkeitssinn, würde ich sagen, der sich da öffnet. Wir können ein ganz konkretes Beispiel nehmen. Also der Verstand, der ist ständig dabei, uns von dem abzuhalten, was wir tatsächlich tun sollten, um uns persönlich weiterzuentwickeln. Jetzt sind wir gerade wieder in einer Situation, wo man den ganzen Tag vor dem Fernseher oder einem anderen Medium sitzen kann und Doom-Watching machen kann. Ja? Oder wir sagen, ich kann das jetzt gerade nicht verändern. Ich kann aber irgendwie für mich noch Sachen vorantreiben, die vielleicht dann letztendlich auch nochmal Nutzen bringen in einer Zeit, wo wieder bessere Zeiten sind. Ja, und diese Person schafft es auch für ihr eigenes Wohlbefinden, sich abzugrenzen von dem, was da draußen ist und sich mit dem zu beschäftigen, was gerade für sie wichtig ist, aber auch trotzdem etwas zu tun, was wahrscheinlich nicht nur für sie gut ist. Also gerade wird auch im Chat auch auf die Algis angesprochen. Ich finde, da gibt es echt eine Ähnlichkeit, dieses sich nach oben hin öffnen, um sich nicht von dem, was drumherum ist, beeindrucken zu lassen. Und einige sagen, man ist zwar vom Herzen abgeschnitten, Kopf und Herz sind dann aber getrennt. Ich würde einfach das Aber weglassen und würde sagen, Kopf und Herz sind einfach getrennt. Und das ist manchmal sogar sinnvoll, weil wir, und wozu ist unser Verstand? Wir sind ja gesegnet damit. Weil uns oft die Gefühle eher versuchen, in einer Situation zu halten. Sie versuchen uns sozusagen emotional zu identifizieren. Also wenn wir so in einem Zustand sind von, oh Gott, was passiert hier überall? Und na, dann könnten wir, dann ist dieses Doom-Watching, was du gerade angesprochen hast, also diese Neigung, sich nur negative Nachrichten reinzuziehen, das belastet uns unser Herz auch. Und wir werden immer mehr zum Opfer der Situationen. Es ist oft der Geist, wenn wir uns so schützen, der uns dann hilft, eine klare Trennung zu ziehen zwischen mir und den anderen. Und dann kann was Neues entstehen. Unser Kopf macht sich auf. Ja? Wir können auch Heißt auf ja, einmal kreative Gedanken wiederentwickeln, ne? das heißt ja nicht, dass wir für immer in dem Zustand bleiben, aber manchmal müssen wir auch unsere Gefühle, müssen wir uns auch vor unseren Schützen, Gefühlen es ist eine schützen. Schutzkarte. Ja, sehr schön. Ziemlich Also ich spannend. schätze diese Karte sehr persönlich und hoffe sehr, dass wir alle wieder dahin finden irgendwann. Wichtige Karte gerade im Augenblick, finde ich auch. Danke, dass du es nochmal erklärt hast, weil ich habe die immer anders gesehen. Die Situation war Ja, das irgendwie. ist so, also für mich war diese Karte eine der furchtbarsten, als ich angefangen habe, mich mit Tarot zu beschäftigen. Aber je länger ich mich damit beschäftige, umso mehr weiß ich sie zu schätzen. Und gerade in einer Zeit, in der wir wirklich von Infos überrannt werden, ist das eine sehr wertvolle Karte Frieden. Es ist die Yoga-Karte eigentlich, Und die auch, dass sie die Augen Meditationskarte. verbunden hat. Das heißt, nicht noch mehr Info. Lausche Ja. in dich hinein. Was ist wichtig Ja. für dich? Ja, an Ja. dieser Stelle. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Kommen wir zur letzten unserer Karten. Und zwar ist das natürlich dann das Ass der Münzen in diesem Fall. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Die wird nun in eine 2 verwandelt. Und zwar sieht sie dann so aus. Und das ist natürlich super spannend, denn was wir da sehen, ist, ja, Kirsten, was sehen wir da? Ja, also hier sehen wir eine nicht vollständige Lemniskate auf jeden Fall, aber sie ist angedeutet und wir könnten da auch das Yin-Yang hineinbringen in diese Karte. Bei Crowley zum Beispiel wird extrem auf Yin-Yang abgehoben bei dieser Karte. Und wir sehen auch wieder das Thema der Schlange.
das uns schon mehrfach begegnet ist im Tarot und auch immer was mit Weisheit, denkt daran aus der kabbalistischen Sicht. Hier sind wir jetzt im Thema der Weisheit, im Chokma. Ja, also dass das Thema Weisheit hier angebracht ist und dass wir gerade auf der materiellen Ebene, bei den Münzen sind wir ja auf der materiellen Ebene, dazu aufgefordert sind, wirklich auch immer zu sagen, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Ich finde es interessant, da sind natürlich noch ein paar Zahlen, Jahreszahlen drin, nehme ich immer an. Das hat aber eher was mit den Karten als Spielkarten zu tun. Weniger Informationen, dass 1748 wahrscheinlich der Druck dieser Karten ist. Aber interessant ist, dass da aus dieser Banderole, die die beiden verbindet, eben auch wieder ja was Neues erwächst. Na, da kommen so Blätter und Blüten, die auftauchen. Und beides wird miteinander verbunden. Es ist natürlich die Zahl 4 auch gegenwärtig durch diese vierblättrige Blüte. Das Materielle, die Zahl 4, die Zahl der Materie. Also diese Balance, die zwischen diesen beiden hergestellt wird, ist so eine Art von Verbindung. Es ist eine ganz starke Verbindungskarte, wie ich finde. Und dieses Symbol, das ist nämlich auch das, was mich dann natürlich als nächstes interessiert hat, dass da schon angedeutet wird. Das wird ja später, wir werden es gleich sehen, im Rider-Waite ziemlich klar angedeutet, also ziemlich klar übernommen. Und das ist diese liegende Acht, also diese Pendelbewegung. Denkt an das, was ich vorher gesagt habe, Trennung, Verbindung. Auch das ist diese Pendelbewegung. Gerade im materiellen Bereich, ja, dass wir sagen, es muss immer ein Geben und ein Nehmen geben. Ja, es muss immer, wir können nicht immer nur geben, sondern wir müssen auch ab und zu mal wieder nehmen. Und als Rune, da seid ihr bestimmt alle schon mit mir einer Meinung, haben wir natürlich die Daggers, die Rune von Tag und Nacht, von Yin und Yang, die Rune von ein Ausgleich schaffen zwischen zwei Polen. Und interessant ist eben der Kreuzungspunkt, den wir wieder haben. Das ist nämlich der Moment der Balance, den wir ja schon festgestellt haben für die Gebo. Also es muss diese Mitte immer wieder erreichen. Aber diese Mitte ist nicht der Zustand, in dem ich bin, sondern es ist der Zustand, den ich immer wieder aufs Neue stimulieren muss durch das Pendeln von hin und her. So, und dann schauen wir uns jetzt mal hier Rider-Waite an. Wie heißt das richtig, Christopher? Rider-Waite-Smith. Sehr gut. Nein, es heißt noch richtiger, Waite-Smith-Tarot. Perfekt wäre es, Smith-Waite zu sagen, aber da kommen wir auch noch hin. Ja. Also. Du bist eine strenge Lehrerin, liebe Kirsten, aber das Ja, ist gut so. ich liebe es, mit der Peitsche zu unterrichten. Ja, oh je. Nein, ich werde jetzt nicht wieder zotig, weil Ja. dann stürzen wir wieder ab hier. Ja. Ja, guck, wird schon wieder ganz schlecht hier, das Bild ist ja krass. Jupiter im Steinbock zugeordnet, das ist ja dann etwas, was für dich Expertise, also da kannst du ja besonders viel zu sagen, nehme ich an. Aus meiner Sicht ist es die beweglichste Erdkarte im Tarot. Das wird hier auch sehr schön dargestellt durch jemanden, der ständig in Bewegung ist. Und gleichzeitig auch wir diese Schwingung des Yin-Yang und der Lemniskate haben. Und im Hintergrund haben wir dann auch eine Wellenbewegung des Wassers, die halt andeutet für mich, dass wir immer wieder uns den Gegebenheiten des Lebens anpassen müssen. Also hier wird auch ein Thema der Zwei, eine Flexibilität gefordert. Ich will etwas in der Eins, aber die Umstände geben es manchmal nicht her. Und dann bin ich aufgefordert, umzudenken oder Plan B zu haben oder sonst etwas. Und das wird in dieser Karte ausgedrückt. Es soll ein Kaufmann sein, der seine Schiffe ausgesendet hat und jetzt nicht weiß, ob er Erfolg haben wird oder nicht, ob die Schiffe zurückkommen oder ob sie beim hohen Wellengang untergehen. Und deswegen ist es auch eine Karte des Risikos, was Erde nicht unbedingt liebt. Also das können wir darin sehen in dieser Karte. Also auch Schiffe natürlich, die Fähigkeit, also ein guter Steuermann ist der die Gegebenheiten zu nutzen weiß und manchmal auch weiß, dass der gerade Weg nicht immer der richtige Weg ist.
Denn manchmal muss man gegen den Wind kreuzen, um an seinen Ort zu kommen. Man muss die Gegebenheiten gut kennen. Man muss sich mit der Materie gut kennen, also auskennen. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu zwei der Schwerter. Die denkt ja nur, also was heißt, sie denkt nur, aber sie stellt sich vor und findet dort den Frieden. Aber er ist jetzt kein so ein Friedlicher, sondern er ist einer, der hampelt so ein bisschen von einem Bein aufs andere, Standbein, Spielbein. Er jongliert gleichzeitig, er ist so insgesamt so ein bisschen aus der Balance geraten. Also er muss die Balance immer wieder selbst herstellen. Ne? Das ist also das Gegenteil eigentlich von dieser sehr in sich ruhenden Karte. Da kommt die Materie, die ja eigentlich das Gegenteil ist. Also eigentlich würde man ja sagen, Luft ist beweglich und so weiter. Und hier haben wir ziemlich Klarheit und ziemlich eine klare und statische Vorstellung, wenn wir hier das Gegenteil haben, Materie, Erde sollte eigentlich das feste, stabile sein. Und hier ist nichts stabil in dem Bild, außer vielleicht der graue Boden, auf dem er steht. Ja, wobei ich finde, dass er das sehr lässig macht. Also hier wird ja auch immer das Wort Jonglieren genannt, ne? Also er ist eigentlich ist auch ein bisschen narrenhaft dargestellt. So, also ich finde, er geht damit recht locker um. Auf dem Röhricht-Tarot wird zum Beispiel ein Börsenkurs im Hintergrund dargestellt. Also einfach das Thema, wenn ich was im Leben erreichen will, dann muss ich auch was riskieren und ich tue gut daran, wirklich mit. Ich habe ja vorhin auch über den Zeitgeist geredet bei der Hohepriesterin, mit diesen Schwingungen mitzugehen. Und ich werde keinen Erfolg haben, wenn ich immer nur starr, wie die Erde dazu tendiert, dastehe. Also es kommt nach dem Ass der Idee der Materie, der Idee der Manifestation, kommt nun, wenn du wirklich manifestieren willst, dann musst du auch bereit sein, was zu riskieren, dann musst du bereit sein, das, was du besitzt, in Bewegung zu setzen. Denn sonst Ja. passiert viel. Ja? Das ist so ein bisschen wie eben Gärtnern. Ne? Gärtnern heißt auch, du musst mit den Jahreszeiten gehen. Du musst dich mit den Gegebenheiten auseinandersetzen. Du musst viel Expertise mitbringen. Du musst wissen, dass du bestimmte Dinge nicht im Winter pflanzen kannst, sondern dass du warten musst. Und es ist trotzdem ein Risiko. Du weißt nicht, ob deine Saat aufgehen wird. Aber immer wieder in diesen Punkt zu kommen, dass du sagst, okay, ich muss trotzdem in der Bewegung bleiben. Also diese Bewegung der liegenden Acht wird dir ziemlich deutlich gemacht. Mein So. Mann würde sagen, never give up. Never give up. Wie Genau. wir das hier auch wieder bewiesen haben, indem wir gegen alle Widerwärtigkeiten nochmal online gegangen sind. Against all odds, liebe Kirsten. Exactly, Christopher. Ja, wir werden natürlich nicht von dannen gehen, ohne ein kleines Orakel zumindest zu machen, Kirsten. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit. Ja. Ich werde ja gleich wieder online sein, diesmal auf dem Mantischen Kanal. Und wenn ihr Lust habt, noch Zeit, dann schaut doch vorbei, weil ich stelle euch ein Deck vor, heute zusammen mit unserem Spross, das noch älter ist als der Tarot de Marseille. Ich ahne schon, worum es geht. Und Und ihr könnt jetzt Folgendes tun. Ich ziehe wieder und du. Ich, genau, du ziehst und du hältst in die Kamera und ihr müsst euch jetzt entscheiden zwischen den vier Karten der Zweien und ja, und die Kirsten lässt die Karten springen. Das ist man von dir gar nicht gewohnt. Du bist ja gar nicht so eine Kartenspringenlasserin, so wie einige das tun. Chaos Rules. Oh Mann. Und Also ich ihr nehme könnt in der Zwischenzeit sagen, zwei der Stäbe, was braucht ihr jetzt gerade? Was braucht ihr? Braucht ihr zwei der Stäbe? Braucht ihr ein bisschen mehr zwei der Kelche? Denkt an den Eiffelturm. Braucht ihr mehr Klarheit im Kopf, mehr Abschottung und Abgrenzung? Dann ist es zwei der Schwerter. Oder braucht ihr mehr so das Gefühl, wieder was einzusetzen, was zu jonglieren? Und ja, sucht ganz spontan mal eine der Karten raus und die Kirsten zieht jetzt eine Karte für jeden dieser vier Fälle, die euch sagt, was ihr als nächstes tun müsst, damit das auch gelingt. genau. Ich nehme wieder den Tarot de Marseille, ne? Und zwar das Tarot Numerologique. Und ich fange jetzt einfach mal an mit den Stäben. Genau. Wer verfügt über Und die Weltherrschaft, der wähle diese Karte. für die Stäbe
habe ich, ja, die 10 der Schwerter gezogen. Ihr seht hier drauf gleich auch immer die astrologische Korrespondenz abgebildet, ne? Und die 10 der Schwerter, naja, das ist eine Karte, die sagt, wenn ihr was erreichen wollt gerade, nutzt es nicht, es unbedingt zu wollen. Der Plan, den ihr gerade habt, ist vielleicht nicht der allerbeste. Hört auf, immer wieder dasselbe zu denken, steigt aus eurem Kopfkino aus. Am besten, ihr schmeißt alles weg, was ihr bisher bezüglich dieses Planes habt und setzt noch einmal frisch an, weil die Energie hat sich geändert. Okay, interessant. Ja. Zwei der Kelche, sehr beliebt, wie ich hier sehe. Alle hoffen jetzt auf das große Liebesglück und auf ein Picknick an der Seine. Ihr werdet so glücklich sein, liebe Herzensleute da draußen. Ich habe für euch die Hohepriesterin gezogen. Warum werden wir da glücklich sein? Naja, weil die Hohepriesterin A eine 2 ist und auf der anderen Seite eine krebsige Energie hier in der Numerologie zugekiest bekommt, neben dem Mond und euch verspricht, dass, wenn ihr eure Seele auf das ausrichtet, was ihr wirklich, wirklich ersehnt, aber auch benötigt, nicht nur irgendwie haben wollt, dass ihr dann das, den oder die in euer Leben zieht, was ihr haben möchtet. Und nutzt doch dafür unbedingt den Fische-Neumond, der am Mittwoch stattfinden wird und zu dem Christopher heute Abend noch was sagen wird. Wird er das? Aber ich glaube ja. Ich spüre das tief in mir, dass du Spürst das gezogen tief wirst, in lieber mir? Du, das ist Christopher. deine Intuition. Das ist, du hast eine gute Intuition entwickelt im Laufe der Zeit, Kirsten. Wir haben jetzt die zwei der Schwerter. Es gibt einige von euch, die sagen, nö, ich brauche unbedingt mehr Klarheit gerade im Kopf. Ein bisschen mehr Abschottung von all diesem Informationsdesaster. Ich möchte wieder mich auf mich selbst besinnen. Was hast du für eine Botschaft für diese Menschen? Ja, Klarheit. Auch hier habe ich ein großes Arkanum Wow. gezogen. Eins, über das wir beim nächsten Mal reden werden, über die Herrscherin. Und die Herrscherin sagt euch, es geht im Augenblick nicht darum, es allen recht zu machen, auch das passt ja gut zu der 2 der Schwerter, sondern euch wirklich zurückzuziehen auf das, was ihr ganz klar wollt. Das ist meine Me-First-Karte. Und ja, es geht auch darum, wenn es nicht nur darum geht, irgendwie sich durchzusetzen, euch zu überlegen, was ihr jetzt in euch wachsen lassen wollt und was so das ist, was euch als allererstes durch den Kopf geht, wenn ihr morgens aufsteht, was ihr erledigen möchtet für euch persönlich. Und dann tut ihr genau das Richtige für euch. Also es geht nicht darum, gerade die Welt zu retten, sondern erstmal euch selbst zu stärken und dann könnt ihr die Welt. Und wenn ihr kleiner denkt, die Menschen um euch herum retten. Und ich glaube, das passt gut. Wir hatten ja heute die Green Mother aus dem Forest of Enchantment Tarot. Auch der Zugang zur Natur, geht in die Natur, verbindet euch mit oder erdet euch. Das ist so ein bisschen das, was vielleicht da im Hintergrund noch steckt. Ja, sehr schön. Dann die letzte Karte. Es gibt natürlich einige von euch, die ins Risiko gehen wollen, die jonglieren mit dem, was sie haben, und die ja ihre Materie in Bewegung setzen wollen. Was hast du für sie als Botschaft? Na komm schon. Was machst du da? Habe Probleme mit meinen Karten heute und es tut mir sehr leid, aber ich habe den Teufel Nicht schon gezogen. wieder. Ich dachte das auch gerade. Passt aber sehr gut. Das ist ja eine Steinbock-Karte, wie wir wissen. Jupiter in Steinbock ist dann natürlich der Super-Duper-Teufel. Und für mich ist ja die 2 der Münzen auch eine Zockerkarte und der Teufel hat auch was damit zu tun. Wenn ihr was auf der materiellen Ebene gerade umsetzen wollt, dann müsst ihr damit rechnen, dass euch Energien entgegenschlagen. Das ist ein bisschen wie bei den Stäben.
die es euch erschweren. Und ihr müsst A, gut überlegen, was eure persönliche Ethik ist und wie weit ihr gehen wollt, um zu bekommen, was ihr haben möchtet. Und B, eure Verführbarkeit überprüfen. Mhm. Und C, genau überlegen, mit wem ihr euch einlasst, mit wem ihr euch austauscht oder verbinden wollt, wenn ihr vorankommen wollt. Das ist keine Karte, um sich in die Spekulationsblase zu begeben. Interessant. Also Risiko, aber mit Vorsicht. Ganz genau. Ja, ich glaube an dieser Stelle, ich weiß nicht, von welchen Energien Susanne gerade spricht. Ich würde mal sagen, schön finde ich den Gedanken von Nordis, Kaipi mit dem Teufel auf dem Jupiter. Ich sehe schon, ich werde da ein paar Leute treffen, wenn es soweit ist. Ich freue mich drauf. Ich merke schon, da kommt einiges zustande. Kirsten, dein Unboxing steht an und dein Sohn sitzt bestimmt in den Startlöchern. Er kann es kaum erwarten, mit dir ein noch älteres Tarot zu unboxen, das allerdings ganz neu wieder herausgekommen ist. Und da freuen wir uns alle schon drauf. Schaltet also unbedingt auf den Kanal der Mantiker. Und wir sehen und hören uns auch bald wieder. Wer mich heute noch mal sehen möchte, kann ja sein, der soll heute um 19 Uhr den Neumond anschauen. Und dann kann er gleich auf YouTube bleiben, denn ab 20 Uhr geht es mit den Mantikern schon wieder weiter. Also es ist wie verhext. Ihr werdet uns nicht los. Mein Mann verzichtet sogar auf den Münchner Tatort. Das ist ein großes Opfer für ihn. Ja, weil es der Münchner Tatort ist. Ich verstehe das. Aber in jedem Fall, liebe Kirsten, wir sind und bleiben euch gewogen, wenn ihr uns gewogen bleibt. Und freuen uns natürlich darauf, wenn ihr bald wieder einschaltet. Tut uns leid, dass das heute so ein bisschen entzwei gegangen ist. Aber was erwartet man auch, wenn es um die Magie der Zwei geht? Ich werde versuchen, das erste Video ein bisschen zu kürzen, sodass das Ende des Desasters nicht so sichtbar wird. Und zusammenfügen kann ich die Videos nicht. Es wird also Teil 1 und Teil 2 geben. Aber so ist das nun mal. In diesem Sinne, liebe Leute, wir ergeben uns unserem Schicksal und freuen uns darauf, euch bald wiederzusehen. Alles Gute. Ja. Macht's gut, bis dann.